Hallo und herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Wir haben beim letzten Mal Fluttering mit 3 Sternen abgeschlossen und widmen uns deshalb heute neuen Herausforderungen. Wir fangen an mit Tumble. Mal schauen, was uns da erwartet, ne? So, willkommen in Tumble. Diese Kleinstadt zieht Touristen aus dem ganzen County an, die dort die Tumble Ridge erklimmen und durch die Tumble Downs wandern. Zu unserem Glück kommt es dabei jährlich zu hunderten Knochenbrüchen. Wir müssen eine Frakturstation bauen, um all die Verletzten behandeln zu können. Ich würde den Bau einer normalen Station und weitere essentiellen Zimmer empfehlen. Sorge mit Heizkörpern dafür, dass niemand frieren muss. In Tumble sind regelmäßig seismische Aktivitäten zu beobachten, deshalb sollten wir die Erdbebenwarnungen im Auge behalten. Wir werden außerdem Hausmeister brauchen, die sich um etwaige Schäden kümmern. Gut. Dann starten wir mal klassisch mit einer Aufnahme. Heizkörper wurden freigeschalten. So. Und auch hier natürlich einen Heizkörper. So. So, alle Diagnosezimmer abgeklappert. Ja, es soll kurz warten. Ich meine, ich bin ja schon dabei, aber... So, und Feuerlöscher, Pflänzchen, Poster und den Heizkörper. Fenster vergessen. So, puh. Jasmine Odyssey ist zurück mit ihrem Hitalbum Salivation. Enthält die Hitsingles On the 84th Floor. And the Lord over my heart, if you were on the 84th. Und Ain't No Feeling Like the Feeling I Feel. When I'm feeling feelings. So, Toilette haben wir auch mal. Frakturstation.
So, dann schauen wir mal Frakturstation. Das ist Radio Two Point. So, 2, 3, 4, da geht natürlich jetzt nichts hin, 5, also was, naja. Dann machen wir das anders, vielleicht stellen wir den da hier. Hoppla, nicht das ganze Zimmer. Ah, na bitte, so haben wir wenigstens eins mehr untergebracht. So. Damit unsere Patienten nicht frieren. So. Puh, was die alles wollen, alles in kürzester Zeit, das ist unglaublich. So, Apotheke. Wieder mal kein gescheites Personal, ne? Zum Abschluss unserer Reise möchte ich noch das Gemüse aus dem Südosten unseres wunderschönen Countys erwähnen. Leider hat es mich selbst noch nicht dorthin verschlagen, doch durch meine landwirtschaftlichen Kontakte konnte ich einige Karotten ergattern. Groß wie ein Bein und süß wie sonst nichts. Einfach unschlagbar. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt denken, die kämen aus dem Labor und nicht aus dem Garten. Dickes Lob an die Bauern in Camouflage Falls. Nee. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Auch nicht ideal, aber gut. Was soll's.
So. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Jetzt müssen wir da mal schauen, dass wir hier mit den Objekten da irgendwie auch noch weiterkommen. So. Dann brauchen wir natürlich Bänke. Hier sollte man Hausmeister auch noch einstellen. Wir haben noch keine Hausmeister, fällt mir gerade auf. Also ein Mülleimer. Einstellen, Hausmeister. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ein Pausenzimmer. Brauchen wir auch noch so. Allgemeine Diagnose verlangt. So. Da, Herzkörper. Ihr hört Harrison Wolf auf Radio 2 Point. Fenster. Fenster nicht vergessen. Radio 2 Point. Denkt daran. Ich bin nicht zu eurem Vergnügen hier. Ich bin zu meinem Vergnügen hier. So. So, ein Weiterbildungszimmer brauchen wir auch. So, und ich habe immer noch keinen Hausmeister, ja? So, Inspirit Schaman. Ja, den nehmen wir jetzt mal gleich. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Gut, weiter geht's hier. Sicher irgendwann Herzkörper auch noch, ne?
Stadtteilungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So. Na, schon langsam wird das ja was. Gut. Fraktura-Station machen. Geht das bitte etwas schneller mit der Ausbildung? Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Nicht, was mein zeitreisendes Zukunfts-Ich gerade anstellt. Aber mein Arm hat sich gerade nach und nach in Luft aufgelöst. Puh, schon drei fehlgeschlagen in der Station bei dem Notfall. Das ist schon so ein Topf auf, das heißt, wir brauchen jetzt auch gleich diese Enttopfungsanlage da. Die bringe ich dann nirgends mehr hin. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Von 6, puh, das hat gerade noch gereicht. Oh, süß, der hat einen Kürbis am Kopf. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Blödsinn, so kurz. Achso, was? So kurz. Apotheke, na dann machen wir gleich erst die Apothekenverwaltung. Die Heilungsrate ist ja nicht gerade sehr erfolgreich.
Nee. Wer das große Pech hat, krank zu werden, sollte sich meiner Meinung nach nicht an Jumbo Medical Solutions wenden. Ihre Allheilanlagen klingen zwar richtig gut, aber wozu sollte man gesund werden wollen, wenn man dafür seine Seele verkaufen muss? Stimmt's? So, wie schaut's denn da aus? Das kostet dann 30.000. Patient in die Behandlung. 40. Patient in die Behandlung. Auf der Frakturstation wird ein Krankenpfleger benötigt. Nein, wir wollen jetzt nicht Stufe 4 mit dem Pausenzimmer, wir haben jetzt andere Sorgen wie das. Schwache Blase, lustig und toll. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, aus dir werden wir heute dann sozusagen die zweite Stationsschwester machen. So. Die ist in der allgemeinen Diagnose. Das heißt, sie ist Station. Das ist dann Apothekenverwaltung, wir haben nochmal Station und das wird dann Cardio und Diagnose. So. Jazzman Odyssey ist zurück mit ihrem Hitalbum Salivation. Enthält die Hitsingles. Und ich krieg schon wieder keine gescheiten Ärzte, ne? Entleuchtungsklinik. Nicht Personalzimmer. So. Like the feeling I feel when I'm feeling feelings. With the rain, no feeling like the feeling I feel when I'm feeling feelings. So, ein Feuerlöscher. Das ist Radio 2-Point. Booster natürlich und Herzkörper. Und Fenster. Da bringen wir jetzt auch nicht mehr wirklich was hin, ne? Naja. Auch nicht ideal. Gut, wir müssen den Platz ausnutzen.
Steinaua. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Das mit den Ärzten ist immer eine Katastrophe. Körper noch irgendwo, oder? Ja, das schaut eigentlich hier ganz gut aus. Okay. Na gut. Arzt des Jahres. Also normalerweise kriege ich den Krankenpfleger des Jahres auch. Gut. Das war klar. Ich habe nichts anderes erwartet. Ist uns eigentlich einer abgekratzt? Wow! Einmal in 10 Jahren. Naja, ja, Krankenhaus haben wir nicht so. Das war klar. So, naja. Aber gut, wir haben ja gerade erst angefangen. So, wie es mit unserem Kotenkrankenhaus weitergeht, seht ihr das nächste Mal. Also, nicht vergessen, wieder einschalten, wenn es heißt Two Point Hospital. Und ciao!